Hallo und willkommen bei Outwell. Heute mit einem Film über die Eigenschaften und Merkmale zu unserem Airville 6SA aus der Superior Air Kollektion. Ein sehr, sehr großer Vorteil und eine ganz wichtige Eigenschaft dieser Kollektion ist das Außenzeltmaterial. Wir verwenden hier ein Outwell Outtex 6000 Endurance RS Material. Was bedeutet das? Ein 100% Polyester Außenzeltmaterial, allerdings ein sehr, sehr robustes, hochwertiges Material, welches 160 Gramm pro Quadratmeter schwer bzw. stark ist. Zusätzlich eine Wassersäule von 6000 mm, natürlich in Verbindung der vertebten Nähte auf der Innenseite ein komplett wasserdichtes Zelt und ein Doppel-Ripstop-Material. Das werden wir gleich noch mal sehen, wenn wir im Inneren sind. Das heißt, wir haben kleine Vierecke, so sieht es optisch für euch aus, im Zelt eingearbeitet, die da noch mal für eine enorme Strapazierfähigkeit sorgen. Das Zelt ist komplett aufblasbar. Das heißt, ihr habt eine mitgelieferte Pumpe im Lieferumfang und könnt also hier das Zelt, obwohl es sehr, sehr schön großzügig geschnitten ist, ganz einfach mit der Pumpe aufpumpen. Warum haben wir uns hier an der Seite platziert? Der Zeltschnitt ist wirklich sehr, sehr speziell und einen absoluten Blick wert, weil es ist eigentlich ein Dreiraumzelt, aber wir haben eine Wing Lounge an der Seite. Das heißt, wir haben zusätzlich nochmal einen Raum an der Seite, der für mehr Stauraum sorgt, der, wie ihr gleich innen drinne sehen werdet, auch sich als Kino eignet oder als Abstellraum für die diversen Spielsachen, wenn Kinder mit im Urlaub dabei sind. Ich würde sagen, jetzt haben wir uns ganz, ganz viel von außen angeschaut. Jetzt gehen wir mal vors Zelt und schauen uns den Rest an. Unser Airville 6SA ist ein klassisches Dreiraumzelt. Das heißt, ich habe den Nassbereich vorne, in dem ich jetzt stehe, dann kommt der Wohninnenraum und dann die Schlafkabine auf der Rückseite. Wofür ist das denn notwendig? Gerade bei schlechtem Wetter eignet sich dieser Nassraum hier vorne hervorragend. Einmal zum Kochen, wie man hier sehen kann. Wir haben hier in diesem Fallbeispiel die Küche platziert. Aber auch wenn ich mit nassen Klamotten oder nassen Schuhen nach Hause in mein Zelt komme, dann muss ich nicht gleich in den Wohnraum, sondern kann hier vorne in diesem Nassbereich einfach meine Schuhe ausziehen, meine Jacke ausziehen und gehe dann weiter in den Wohnbereich. Das ist auch der Grund dafür, dass der Boden, der hier vorne in diesem Raum ist, erstmal nicht festgenäht ist. Dieser kann einfach entnommen werden, wenn ich das möchte. Je nachdem, wo ich also stehe, wenn ich einen schönen Platz habe mit Wiese oder Sand und ich dieses Gefühl gerne habe, dann kann ich den Boden einfach rausnehmen und habe dann die Möglichkeit, hier direkt wirklich auf dem Untergrund des Campingplatzes zu sein. Wenn wir dann weitergehen, sehen wir auch hier schon einmal noch zwei weitere Sachen. Zum einen die Zwischentür, die dann zum Wohnbereich führt, ist eine Quick-and-Quiet-Tür. Das heißt, wir haben hier unsere Magnetstreifen, die wir hier verwenden können, um in das Zelt und rein und raus zu gehen. Das heißt, wenn ich den Reißverschluss hier geschlossen habe, die geschlossene Tür habe, kann ich hier wirklich über diese Magnete ganz einfach rein oder rausgehen. Sollte ich also gerade mit meinem Topf irgendwie mal nach innen gehen müssen, brauche ich jetzt auch nicht zwingend beide Hände, um den Reißverschluss zu suchen, sondern ich kann einfach hier, zack, in den Innenraum gehen und habe immer eine Hand frei. Sehr, sehr großzügig geschnitten sind auch die Moskitonetze, die man in der Front sieht. Die sorgen dann natürlich zusätzlich einfach nochmal für enorm viel Belüftung. Ja, gerade wenn ich jetzt irgendwo stehe, wo es vielleicht wärmer ist, ich kann die Zelttür zwar schließen, kann aber immer sehr, sehr ordentlich lüften. Gehen wir einmal weiter in den Wohninnenbereich. Ab hier, wo ich jetzt stehe, ist natürlich der Zeltboden komplett festgenäht. Das heißt, wir haben hier, das können wir uns einmal anschauen, eine komplette Bodenwanne. Das heißt, Bodenwanne mit dem Außenzelt verbunden, Außenzelt und Boden. Boden hat eine Wassersäule von 10.000 mm, ist also enorm robust, enorm strapazierfähig. Und gerade wenn es jetzt regnet, habe ich hier wirklich die Möglichkeit, alles komplett zu verschließen und habe somit gerade im Innenbereich immer trockene Füße. Hier sieht man auch schon den zweiten Seiteneingang, der enorm großzügig geschnitten ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich enorm viel Licht reinbekomme. Ich das Ganze auch wieder mit einer Moskitonetztür verschließen kann. Somit habe ich enorm viel Belüftung und ich bin natürlich beim Ein- und Ausräumen meines Zeltes enorm flexibel. Man hat jetzt hier gerade schon gesehen, dass auch hier unten noch mal so ein kleiner Reißverschluss ist. Der ist also dafür da, dass ich ganz einfach mit diversen Kabeln, Stromkabeln, ganz einfach hier rein und raus gehen kann, kann dann die Tasche ein bisschen verschließen und habe dann so wirklich meinen Strom im Innenbereich des Zeltes. Besonders bei dieser Kollektion
ist auch, dass ich das Zelt zusätzlich neben den Luftkanälen, die ich außen liegend habe, auch oben im Dachbereich unterstütze. Sollte jetzt also das Wetter nicht gut sein, extrem stürmisch sein, kann ich ganz einfach diese Luftkanäle, die dabei sind, aufpumpen, kann die dann einfach über dieses Klettband nehmen und im Dachbereich fixieren. Somit habe ich eine natürliche Spannung auf dem Zeltmaterial, welches mir natürlich bei extremen Widrigkeiten enorm hilft. Ja, und von hier innen sieht man dann auch die Wing Lounge ganz schön. Hier haben wir jetzt mal unser Movie Screen platziert. Das heißt, unsere kleine Leinwand mit einem Beamer versehen. Einfach eine wirklich sehr, sehr angenehme Sache und vor allem sehr, sehr flexibel zu nutzen, weil ich kann die Wing Lounge auch öffnen. Also auch da habe ich ganz klassisch einen Reißverschluss, also eine Tür. Ich habe also eine Belüftung. Sollte man wollen, habe ich auch hier einen Vorhang. Das heißt, ich kann die Wing Lounge ab hier abtrennen. Sollte ich jetzt also vielleicht eine Nachttoilette für die Kinder oder einen Schrank oder irgendwas dabei haben, kann ich das hier verschließen oder auch eine zusätzliche Schlafkabine und habe dann wirklich einen komplett geschlossenen Raum, wenn ich das möchte. Ansonsten halt einfach eine super schöne Ecke, gerade zum Spielen. Ja, wenn da Spielsachen für die Kids mit dabei sind, kann ich die einfach da an der Seite platzieren und ich habe meinen Wohnraum trotzdem noch ganz schön geschützt. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal hinten die Schlafkabine an und sprechen da mal, was wir da so alles eingebaut haben. Belüftung ist ein ganz großes Thema, wie ihr mittlerweile schon mitbekommen habt. Und dieses wollen wir beim Airville 6 SA und bei der Superior Air Kollektion nochmal unterstreichen. Deshalb haben wir auch im hinteren Bereich, da wo also die Schlafkabine ist, nochmal zusätzliche Lüfter untergebracht. Hier drunter befindet sich ein Reißverschluss, welchen ich einfach aufmachen kann. Und dann kann ich mittels dieser Abspannleine und einem weiteren Hering diesen Lüfter einfach aufstellen und habe hier auch eine seitliche Belüftung für die Schlafkabine. Außerdem auf der Rückseite des Zeltes einen kompletten Lüfter über die gesamte Breite. Das heißt, man kann hier schon sehen, eine Lüftungsmöglichkeit, die wir jetzt hier nach oben gerollt haben. Das heißt, klassisch kann ich den Lüfter schließen mit einem Reißverschluss. Ich kann den Lüfter aufstellen, sollte es regnen. Und dann abspannen oder aber wie eben gezeigt einfach nach oben rollen. Und dann kann ich über die gesamte Breite wirklich für ordentlich Zugluft ins Innere sorgen. Jetzt sind wir in dem dritten Raum im Schlafbereich angekommen und hierzu gilt zu sagen, dass das generell erstmal eine große Schlafkabine ist, die ich aber in der Mitte unterteilen kann, so wie wir es hier getan haben. Das heißt, wir haben zwei Schlafkammern, die jeweils 1,80 Meter breit sind. Besonders ist die Länge der Kabine, die hier in der Superior Air Kollektion 2,30 Meter lang ist. Das heißt, wir sind 15 cm länger als bei den meisten vielen klassischen Zelten. Außerdem muss man auch sagen, wir haben hier fürs Video jetzt natürlich zusätzlich Licht installiert. Man muss sagen, die Kombination aus dem sehr robusten Außenzeltmaterial und den dunklen Schlafkabinen sorgt natürlich dafür, dass wir wirklich eine sehr, sehr angenehme dunkle Kabine haben. Sollte es also morgens hell werden, wird es hier drin nicht zu schnell hell. Und ich habe da wirklich einen ganz, ganz angenehmen Schlaf auf der einen Seite oder aber auch, ich werde morgens nicht so schnell wach. Zusätzlich muss man sagen, haben wir auch hier ein helles Dachmaterial, welches man sehen kann. Auch hier sieht man jetzt sehr, sehr gut das Doppel-Ripstop-Material, wenn man dann mal im Zelt steht. Das heißt, diese kleinen Vierecke, die dann dafür sorgen, dass das Material so robust und strapazierfähig ist. Überhalb der Schlafkabine wird dann das Dach nicht hell, sondern dunkelblau, so wie der Rest des Außenzeltes, um wirklich diese dunkle Schlafkabine auch noch mal komplett zu unterstützen. Natürlich auch in der Schlafkabine große Moskitonetze, die ich auf und zu machen kann, um wirklich einfach hier zu belüften. Und natürlich unsere Schlafkabine auch ausgestattet mit unserem Quick and Quiet System. Das heißt mit unseren Magneten. Ich kann also hier ganz klassisch und geräuschlos, bei uns mittlerweile klassisch muss man sagen, ohne einen Reißverschluss zu verwenden, kann ich hier in die Kabine rein oder rausgehen. Gerade wenn abends schon jemand schläft und ich muss dann doch noch mal raus, kann ich hier ohne Probleme sehr geräuschlos ins Innere oder dann nach außen. Das war es generell mit den Eigenschaften und Merkmalen zu unserem Outwell Airville 6 SA aus der Superior Air Kollektion. Wie ihr es gewohnt seid, gibt es natürlich auch für dieses Modell diverses optionales Zubehör, welches das Campingleben noch mal etwas verschönern und vereinfachen soll. Zum einen ein Zeltteppich für den Wohninnenraum, einfach um den
um das Gefühl, gerade wenn ich barfuß unterwegs bin, da noch mal etwas angenehmer zu gestalten. Eine Zeltunterlage, die unter das ganze Zelt passt, um den eigentlichen Zeltboden vor Abrieb und vor Schmutz zu schützen. Wem dieses Modell aber noch zu klein sein sollte, der kann nach vorne noch anbauen. Einmal mit unserem Universal Awning, also einem geschlossenen Anbau, der für die Front gilt. Oder aber ihr habt vielleicht schon einen Pavillon von uns zu Hause. Dann war immer die Frage, wie kann ich den denn befestigen? Auch diesen kann ich jetzt ab 2023 mit unserem Universal Connector ganz einfach vor das Zelt platzieren und dann mit einer Schleuse Zelt und Pavillon verbinden. Viele, viele Sachen, viele, viele Informationen. Ich hoffe aber, dass euch das Video etwas Klarheit gebracht hat. Solltet ihr mehr Informationen benötigen und euch für das Zelt interessieren, dann schaut doch bitte auf outwell.com, auf unserer Homepage nach. Hier findet ihr alles nochmal niedergeschrieben und ihr könnt euch die Informationen gerne anschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage ganz vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.